Herzlich willkommen zurück zu Work Project. Ja, ich habe das Ganze hier bis zu diesem Punkt nochmal gespielt und habe jetzt auch meine Gaspfeile noch. Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass das nicht gut ist, wenn ich hier das gesamte Level ohne Gaspfeile durchspielen muss. Und außerdem fand ich das mega verschwenderisch, was ich da getrieben habe. Dementsprechend, ja. Ne, meine Entscheidung, das Ganze nochmal zu spielen. Und hier ist noch was zu mitnehmen. Oh, Momentchen. Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Bringt es mir irgendwas? Nein. Naja, was soll's. Es bringt mir eine hübsche Aussicht. Und, Schwein gehabt. Ich glaube, die schlimmsten Gegner, die einem hier begegnen können, sind, Ich packe euch übrigens unten in die Videobeschreibung auch wieder die Karte rein. Ich meine, ihr habt die in der Cutscene zwar schon gesehen, aber da vorne sind weitere Barracks. Aber dann könnt ihr halt auch während des Videos immer mal wieder darauf zurückgreifen. Ich möchte nicht, dass mich diese Barracks hier anfallen. Ganz ruhig, Großer, ganz ruhig. Großer, ganz ruhig. Hör, bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Du feige Nudel. Mensch. Ach, ist das schlimm, wenn die mal abhauen. Muss man denen immer hinterherkraxeln, ey. Okay. Also. Anybody home? Ich mag den Satz. Anybody home? Obviously. Nobody. No longer. Okay, sorry. Nein, hier ist offensichtlich niemand zu Hause. Und zwar nirgendwo. Aber trotzdem sind hier noch Schätze versteckt. Das finde ich das Interessante daran. Okay, hier passe ich leider nicht rein. Da bin ich schon ein bisschen zu dick für. Oder zu groß. Kann man sehen, wie man will. Komme ich hier hoch? Eigentlich müsste ich doch hier hochkommen. Oder? Oder komme ich hier hoch? Ah, hier komme ich hoch. Okay. Jetzt könnte ich hier theoretisch von Haus zu Haus springen. Ups. Irgendwo muss doch hier noch was zu finden sein. Da vorne sind Feuerpfeile. Guck mal an. Oder einer. Ja gut, besser als gar nichts. Bringt er mir irgendwas? Eigentlich nicht. Au, das hat wehgetan. Das hat ganz, ganz doll wehgetan. Ah doch, natürlich bringen die mir was. Gegen die Barracks. Natürlich, natürlich. Okay, jetzt versuche ich es aber trotzdem noch einmal da hochzukommen. Auch wenn mich das gerade einiges an meiner Gesundheit gekostet hat. Vermutlich habe ich mir gerade ordentlich den Knöchel gebrochen. Das hörte sich nicht mehr nach verstaucht an, das war bestimmt gebrochen. Jetzt will ich aber mal... Ah, geschafft. Oh, ich bin aber auch immer voreilig. Meine Güte, da ist was zu mitnehmen. Der sieht aus, als hätte er es nicht mehr geschafft. Weit ist er nicht gekommen. Da scheint aber auch nichts mehr zu sein. Dementsprechend werde ich mich hier mal runter begeben. Mal den Hintern ein bisschen einziehen und mal schauen, dass ich speichere. Ach nee, hier komme ich ja her, ne? In die Richtung muss ich weiter. Okay, hier kann ich auch rein. Hier kann ich sogar hoch. Ist hier auch wieder so ein Lampendings? Nein, ist es nicht. Das heißt, hier bleibt es auch dunkel. Und hier ist verschüttet. Also es sieht schon wirklich chaotisch aus hier. Und wie in der Cutscene angesprochen, als hätte es hier eine ordentliche Katastrophe gegeben. Gut, von da komme ich.
Jetzt muss ich hier. Also ich gehe jedes Haus auf jeden Fall einmal durch, einfach um zu gucken, ob es hier irgendwas zu holen gibt, eventuell. Probably. Aber wie es aussieht, ist das hier eine ziemlich verlassene Gegend, du. Ups, komm schon. Ich weiß, dass ich hier hoch kann. Nein, pfui, komm schon. Manu! Ich weiß doch, dass ich da hoch kann. Da vorne ist auch noch was. Aber hier würde ich jetzt ganz gerne... Oh, was auch immer das war. Aha! Na siehst du mal, einer guck. Uff. Mann, Mann, Mann. Das ist eine ganz schön sportliche Angelegenheit, die ich hier versuche. Da vorne sind noch Feuerpfeile. Ich würde da gerne rein. Ich werde aber jetzt hier schnell speichern, bevor ich da runterfalle. Geronimo! Geschafft. Ups. Oh, da sind sogar mehrere. Sehr gut. Jetzt kann ich hier auch wieder raus, glaube ich. Sehr schön. So, gehen wir noch einmal kurz hier gucken. Möglichst nicht zu schnell, um nicht direkt in die Lava rein zu jumpen. Aber, ah, ich ging hier hoch. Das ist sehr gut. Jupp. Jupp, 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 jupp. Angst. Komm. Kann ich mich nach vorne lehnen? Wie lehne ich mich denn nach vorne mit? F tue ich mich mit. Aha, mit X. Mit X gehe ich rückwärts. Ah, damit lehne ich mich nach vorne. Okay. Dann versuche ich es nochmal. Ganz vorsichtig. Huh. Okay. Huh. Geschafft. Okay, wie viele 7 Feuerpfeile habe ich jetzt tatsächlich schon zusammen. Das ist sehr gut. Ach, Moment mal, da vorne ging es noch weiter. Ich hätte noch drauf, auf das Haus drauf gekonnt und dann darüber. Das will ich jetzt noch versuchen. Das sind richtige Jump-and-Run-Einlagen hier, die ich hier mache. Das ist ja Wahnsinn. So. Hier geht es noch einmal runter. Hier ist aber nichts. Hier vorne. Da ist noch ein Weg, der darüber geht. Ich glaube, ich muss sogar hierher. Kann das sein? Das wäre das erste Mal, dass ich instant den richtigen Weg gefunden hätte. Ist ja Wahnsinn. Ich bin richtig stolz auf mich. Okay. Oh, ja, das sind die eigentlichen Gegner hier in diesem Level. Und zwar sind das kleine brutzelnde Feuerbällchen, die mit Feuerkugeln auf einen schießen. Und dementsprechend werde ich jetzt auch einmal schnell speichern und versuchen, diese Bällchen auszuschalten. Damit kann man sie nämlich ausschalten. Hup. Das war knapp. So, 2 Stück. War das jetzt alles hier? Ja oder ja? Naja, selbst wenn, ich würde auf jeden Fall gerne speichern. Und dann gehen wir uns mal hier runter. Okay, die Wege sind allesamt versperrt. Ich gehe einmal kurz hier gucken, wie es hier aussieht. Blöd ist natürlich jede Menge Barracks. Ja. Das Blöde ist natürlich, dass durch die Lava hier alles relativ hell ist und man mich sehr gut sieht. Ist ungünstig. Ich habe doch auch Feuerfall.
Die Feuerpfeile könnte ich doch zum Beispiel für die Barracks benutzen. Muss ich nur aufpassen, weil die fliegen ja einfach gerade raus weg. Gerade. Ganz ziemlich gerade. Aber den da könnte ich zum Beispiel... Oh! Doch, ich habe getroffen. Sehr gut. Was? Hat der zweite etwa nicht getroffen? Willst du mich verarschen? Nein, 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 nein! Dann doch den Pfeil weg! Es wird dein Tod sein! Drei Feuerpfeile noch. Ach, sind... Oh Gott, das sind mega viele Barracks. Wie viele verdammte Pfeile brauche ich denn, um die zu töten, ey? Huch. Ich glaube, ich brauche ziemlich viele Pfeile dafür. Aber ich versuche es jetzt einfach mal mit denen hier. Müsste ja eigentlich auch gehen. Okay, das war der letzte. Jetzt brauche ich aber dringend ein bisschen Heilung. Jetzt habe ich erstmal alle Feuerpfeile verballert. Ich weiß aber, dass ich hier noch welche finden werde. Deswegen ist das nicht so furchtbar tragisch. Und ganz zur Not habe ich ja auch immer noch meine Feuerpfeile. Ich höre da aber noch einen. Ich höre da noch einen. Oh Mann. Oh Mann. Okay, hier oben ist offensichtlich nichts mehr. Okay, da ist noch eine. Man könnte sie ja auch versuchen, so auszuschalten. Quasi mit einem Hammer über den Kopf. So, ne? Dafür müssten sie erstmal zurückkommen. Die sind jetzt natürlich so ein bisschen aufgescheucht aufgrund ihrer toten Kollegen. Ist nicht so die schlauste Idee gewesen, glaube ich. Aber schnell speichern. Wo lümmeln sie denn rum, die Biester? Ich höre schon dort Getapse. Ich glaube, sie kommen wieder näher. Oder? Also ja oder ja. Da hängt noch einer in der Ecke. Huch. Jetzt hat er mich entdeckt. Aber er hat mich noch nicht gefunden. Oh Gott. Es ist nicht gut. Ich sterbe noch von... Hallo, ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge von... Ah. Nein, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Warum können die Viecher die Treppen hochlaufen? Ach, hör auf, mich anzukotzen. Das ist ja ekelhaft. Ich hänge schon wieder fest. So, ich laufe jetzt einfach durch. So. So, hier können die nicht rein. Also, zumindest hoffe ich das. Ich würde es jetzt zwar nicht beschwören, aber ich hoffe es einfach mal. Ich habe noch zwei Leben, ganz ernsthaft. Nein, ich lade kurz neu, weil das ist mir echt nicht wert hier. Ich sterbe nur. Wenn ich da jetzt um die Ecke gehe, hockt da vorne der Nächste. Okay. Wie mache ich es am dürfsten? Okay.
muss mal gucken. Wenn er nochmal hierher gelaufen kommt, versuche ich mal, ihn auszunocken. Wenn es nicht funktioniert, muss ich halt einfach durchlaufen. Was bleibt mir anderes übrig? Ich wette, in den Kommentaren steht dann jetzt tausendfach, was ich noch hätte machen können. Naja, mir fällt einfach spontan nichts anderes ein. Wetten, jetzt kommt er hier nicht wieder? 1000 pro. Oh, das ist nervig. Ich hätte noch die Gaspfeile. Ich könnte es zur Not noch mit den Gaspfeilen versuchen. Jo. Ich habe keine Ahnung, wie viele von diesen Barracks hier jetzt noch rumlaufen, aber ich guck einfach mal. Den anderen müsste es jetzt schon wieder aufgescheucht haben. Das heißt, der läuft jetzt hier wieder längs. Einmal speichern. Tatsache, es hat funktioniert. Ist ja krass. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es hat offensichtlich. Sehr schön. Diese Posen finde ich immer sehr elegant. Mit Kopf in der Scheiße. Oh, hallo. Seht da, da wäre ich nämlich dran vorbeigelaufen. Wenn ich jetzt hier einfach durchgerannt wäre. Ich wette aber, das waren nicht die letzten Barracks, die mir hier über den Weg gelaufen sind. Es werden weitere kommen. War hier noch irgendwas? Achso, hier kam ich ja nicht durch. Da habe ich ja gerade schon dran gehangen an dem Ding. Hier ist aber doch bestimmt noch was. Nein? Nicht? Okay. Dann eben nicht. Warte mal, hier noch? Auch nichts. Das finde ich ein bisschen blöd an dieser komischen Stadt. Hier gibt es 100.000 Häuser, die sehr vielversprechend aussehen, aber in denen einfach nichts drin ist. So, ne, warum schleiche ich eigentlich? Brauche ich doch gar nicht. Okay, hin kann ich offensichtlich auf die Häuser drauf. Hier komme ich aber nicht durch. Bin ich wieder zu dick für. Frag mich nicht, warum ich manchmal in so einen komischen Akzent rüberrutsche. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Okay, hier geht es dann weiter. Ich kann aber noch auf die Häuschen drauf hier. Das würde ich dann jetzt ganz gerne auch mal wieder tun. Hallo? Danke sehr. Mal wieder so eine kleine Jump-and-Run-Einlage hier. Hatten wir ja noch nicht. Oder sagen wir schon länger nicht mehr. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Feuerpfeile. Aha. Ach nee, hier war ich ja schon unten, oder? Ja, dort war der Kollege, bei dem das komische Diadem da lag. Hoppala. Das sieht einigermaßen gefährlich aus. Aber, einmal kurz gucken. Wird mich ja nicht gleich umbringen. Hoffe ich doch. Aha, aha. 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 Oder ist das der Weg, den ich gekommen bin? Ist das der... Ich glaube, das ist der Weg, den ich gekommen bin. Das ist ja blöd. Oder? Nein, kann doch gar nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Da muss irgendwas muss da noch sein. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, ich werde hier nie wieder zurückfinden. Ich werde mich hier einfach hoffnungslos verirren. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Kleinen Moment, da war noch ein anderer Weg. Hier kann ich auch noch rüber. Hoppala. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je. Okay, also hier konnte ich offensichtlich hoch. Da nicht. Das ist zu dick. Zu schmal, meine ich. Ich bin zu dick. So rum.
Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt speichern sollte, weil wenn ich den Weg... Oh, lala, ha, lala, ha, lala, 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 lala. Bisschen dancen hier. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Au. Oha. Oha. Okay. Aber ich habe es geschafft. Ich lebe noch. Aber das sind noch andere Wetten. Da sind noch andere Bälle. Oder ist das Hiller-Ding, was so komische Geräusche macht? Gott, das ist creepy. Aha. Liegt was? Dear Meilu, the city is too grand for this unworthy country. Lest I visit the Emperor's Colosseum, such a spectacular Colosseum is bigger than the village. The cheer is deafening when they extend the bridge from below the road. Ach so, ja, hier erfährt man eigentlich, theoretisch, wenn man es nicht schon wüsste, dass es hier eine Brücke gibt, die man quasi erst aktivieren muss, um dann weiterzukommen, sozusagen. Hier mal ganz kurz gucken. Ich weiß aber schon von dieser Brücke und ich weiß allerdings nicht so genau, wie ich da jetzt hinkomme. Was haben wir hier noch? Noch was zu lesen. We must soon find a supply of water here in the city. The heat from the magma is dehydrating us too quickly. Our water crystals have been saved for emergencies. But we may soon be forced to rely on them. Hopefully the tower is not much farther. Okay, hier hat wohl jemand eine Expedition gestartet in diese City. Und ist aber dann im Endeffekt mehr oder weniger daran gescheitert, dass sie kein Wasser mehr hatten. Ich habe meine Wasserpfeile, das muss mir reichen erstmal. Ich gehe jetzt einfach mal weiter in diese Richtung hier. Oh, da kommt schon wieder was. Ein Feuerbällchen. Halleluja! Ich bin tot. Ich glaube, hier gibt es eigentlich auch nicht mehr so viel, was ich mehr tun kann. Kann ich da drauf? Das wäre cool. Yay! Ich glaube, hier wäre ich auch irgendwie anders hingekommen. Oder? Ja. Ja, hier wäre ich auch auf anderem Wege hingekommen, aber... Ich habe halt keine Ahnung, ob ich jetzt hier irgendwas noch vergessen habe. Diese Stadt ist so unübersichtlich, so... Ich habe noch nicht einmal die Karte benutzt, richtig? Aber das Problem ist auch, dass die Karte absolut kryptisch ist und ich überhaupt nicht verstehe, was... man mir hier sagen will, sozusagen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das so gewollt ist, dieser Effekt. Aber ist halt irgendwie, ja, blöd. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal einmal hier kurz über die Dächer, in der Hoffnung, hier noch irgendwas Wichtiges zu finden. Aber so wie es aussieht, gibt es hier nichts mehr. Moment, ich muss hier einmal drüber. Ups. Zack. So. Dann auch hier wieder rüber. Und hier wieder rüber. Und hier bin ich, glaube ich, runtergegangen dann, ne? Ja, hier bin ich runtergegangen. Dann bin ich hier weiter. Und hier hoch. Und hier längs, genau. Okay, ja, wir versuchen das Ganze nochmal. Ich würde aber sagen, das mache ich dann, in der nächsten Folge. Würde ich sagen, ne? Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und im besten Fall bis zum nächsten Mal.
Schaut unten in die Videobeschreibung, wichtige Links, wie immer. Und dann, bis dann. Tschüss.